Ich weiß, auf Instagram neu anzufangen kann total frustrierend sein. Es dauert ewig, bis man mal gefühlt diesen blöden, eckigen Stein rund bekommt, damit er anfängt zu rollen. Aber deine ersten 1000 Follower, zum Beispiel 1000, sind auch langfristig deine wichtigsten. Diese ersten 1000 zum Beispiel könnte man jetzt erstmal als deine Core Audience bezeichnen. Ganz kurz, Instagram spielt Beiträge hauptsächlich an die Menschen aus, also deinen Followern, die immer mit deinen Beiträgen interagieren. Und erst wenn möglichst viele Menschen deiner Core Audience auf deine Beiträge, auf deinen neuen Post reagiert haben, erst dann fängt das Ding an, viral leer zu gehen. Stell dir es einfach mal so vor. Dir folgen 100 Leute und Instagram spielt den Beitrag 20 Leuten aus, die in der Vergangenheit am meisten mit deinen Beiträgen interagiert haben. Und keiner dieser 20 Leute liked, kommentiert, speichert deinen neuen Post ab. Warum sollte Instagram jetzt noch davon ausgehen, dass auch andere Leute, die eben nicht so stark involviert waren wie diese 20, deinen Post überhaupt sehen wollen, wenn nicht mal deine größten Fans ihn gut fanden? Wenn Menschen dir folgen, haben sie eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn du diese erfüllst, dann liken, kommentieren und speichern sie öfter. Du hast ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, wenn du jemandem folgst, oder? Deswegen ist Punkt Nummer 1 auch dein Thema. Bleibe bei einem Thema, denn Menschen folgen dir wegen einem Grund. Und das ist meistens dein Thema. Kann auch dein Aussehen sein, aber in der Regel ist es dein Thema. Und auch Models, erfolgreichere Models, haben in der Regel ein Standing, also ein Thema irgendwie. Du musst also, deswegen Standing, für etwas stehen, worüber man sprechen kann, weswegen man dir folgen will. Menschen müssen über dich reden können. Und das geht nun mal am einfachsten, wenn du ein Thema hast. Es ist viel einfacher, über mich jetzt zu sagen, der Kerl da redet über Instagram-Tipps, als zu sagen, der Kerl da redet über spannende Themen, oder? Punkt Nummer 2 ist Social Proof. Gerade am Anfang, wenn du noch unbekannt bist, brauchst du Social Proof. Das ist mehr oder weniger so eine Art Gruppenzwang, denn du zeigst, dass andere Menschen das schon gut finden, was du machst. Und das kann man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Und ist natürlich total nischenabhängig. Als Coach oder Berater oder Dienstleister zum Beispiel kannst du zeigen, wie du auf der Bühne stehst, wie du ein krasses Auto fährst, dass du ein Team hast, mehrere Mitarbeiter, dass du irgendwo krass lebst, dass du schon etliche Bewertungen auf Trustpilot hast oder. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn du das alles nicht hast, dass du wirklich krasse Tipps gibst. Keine Anfängertipps, sondern Tipps für wirkliche Profis. Wenn du in der Nische als Influencer Fuß fassen möchtest, dann kannst du zum Beispiel zeigen, dass du vielleicht andere große Influencer schon kennst. Oder wenn du vielleicht woanders schon krasse Reichweite hast. Also wenn du jetzt einen Account auf TikTok hast mit 100, 200.000 Followern und auf Instagram gerade neu startest, dann ist das ja schon mal ein Trust auf deinen Social Proof. Wenn du das alles nicht hast und als Coach, Berater, Dienstleister etc. durchstarten möchtest, dann such dir Menschen, die vielleicht für kleines Geld mit dir zusammenarbeiten und dir dann ein sogenanntes Testimonial geben. Du brauchst irgendeinen Proof. Du musst irgendwie beweisen, dass es sich lohnt, dir zu folgen. Das kannst du entweder durch krassen Content machen oder durch externe Wirkung. Denn niemand folgt heutzutage noch dem 20. oder 20 Millionensten Quote, Zitate und Sprüche Seite. Drittens, dein Ziel. Weißt du, was du überhaupt willst? Möchtest du Kunden? Wenn ja, willst du die direkt haben oder willst du die automatisiert haben? Du willst Reichweite? Welche denn? Einfach nur viel, gerne auch international oder lieber deutsche Reichweite oder vielleicht sogar nur Reichweite aus deinem Heimatort? Stehst du mehr auf Likes, stehst du mehr auf Kommentare oder möchtest du, dass die Leute deine Beiträge abspeichern? Leg mal ganz genau fest, was du überhaupt möchtest. Weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, kannst du auch keine Taktik dafür ausarbeiten. Viertens, deine Content Art. Jede Content Art, die du auf Instagram postest, ist für andere Dinge gut. Umfangreiche Karussell-Postings sind gut dafür, Menschen länger auf deinem Profil zu halten. Wenn diese Menschen länger auf deinem Profil sind, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie sich vielleicht noch einen zweiten oder dritten Beitrag angucken und dir dann eher folgen. Das heißt, wenn du wahnsinnig viele Karussell-Postings hast, die extrem gut sind, folgen dir im Schnitt mehr Leute von deinen Profilbesuchern. Das heißt, du bekommst einen Profilbesucher und im Schnitt wird er dir sehr wahrscheinlich folgen, wenn du Beiträge hast, die ihn länger dort behalten. Du kennst das von YouTube. Wenn du ein Video von irgendeiner Person guckst, dann folgst du ihr vielleicht gar nicht. Wenn du das zweite guckst, das dritte guckst, das vierte guckst, das fünfte guckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit von jedem geguckten Video höher, dass du dieser Person folgst. Eigentlich kenne ich niemanden, der jetzt 5, 6, 7 Videos von einer Person guckt
und der dann nicht folgt. Selfies zum Beispiel sind auf Instagram super dafür, mehr Likes zu bekommen und einen persönlichen Touch mit reinzubringen. Denk mal ganz genau darüber nach, welche Content-Art zu was führt. Wenn du das genauer wissen willst, dann kannst du bei mir in die Instagram Masterclass kommen. Dort werden diese sogenannten Trigger-Strategien natürlich ausführlichst erklärt. Punkt Nummer 5, deine Vorbilder. Wer ist schon da, wo du gern wärst? Und jetzt beobachte mal, was diese Person oder diese Firma macht. Schreib dir mindestens mal Folgendes auf. Welche Content-Arten werden benutzt? Wie oft wird gepostet? Und wie viele Stories erscheinen? Und was erscheint in den Stories? Schau einfach, dass du möglichst viele Informationen bekommst. Also alles aufschreiben, was wahrscheinlich oder mindestens gegebenenfalls relevant sein könnte. Punkt Nummer 6, Hashtags dominieren. Nutze einfach dafür das Hashtag-Tool Flick. Really, ich nutze das jetzt seit einem Jahr und seitdem habe ich keinmal mehr über Hashtags nachgedacht. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Da gibt es auch gar nicht mehr zu sagen, mit dem Tool wirst du Hashtags für immer verstanden haben. Punkt Nummer 7 ist, den Explore zu dominieren. Was kommt auf die Explore-Page bei Instagram? Das, was Instagram versteht. Die können nichts auf die Explore-Page bringen, wenn sie nicht exakt zuordnen können, was auf dem Beitrag zu sehen ist. Sorge also dafür, dass Instagram das auch kapiert. Ist ein bisschen kompliziert, werde ich hier in dem Video auch nicht weiter darauf eingehen, denn das ist schon eine Art fortgeschrittenen Strategie. Aber schau dir einfach mal an, was ist schon im Explore drinne? Und überleg mal, warum. Und kannst du das Gleiche oder sehr, sehr gleich, also fast Gleiche, auch erstellen? Es hat ja einen Grund, warum der Beitrag schon im Explore ist. Also hat der ja rausgefunden, dass das funktioniert. Punkt Nummer 8 ist Neues ausprobieren. Nur wer wagt, der gewinnt. Ich poste zum Beispiel auch immer mal wieder was Neues. Andere Formate, Serienformate oder auch mal andere Dauern. Wiederkehrendes Zeug, kurze Videos, lange Videos, mehr Stories, weniger Stories, öfter posten, weniger posten. Mach's einfach nach diesem Pareto-Prinzip. 80% immer gleich lassen und zu 20% immer mal wieder was Neues probieren. Punkt Nummer 9 sind Trends nutzen. Wenn es ein Thema gibt, über das jeder spricht, dann hat das einen Grund. Und es gibt dir, wenn du auch darüber sprichst, in jedem Fall Aufmerksamkeit. Versuch das mal für dich zu nutzen. Verbinde dieses Oberthema, worüber aktuell alle sprechen, mit deiner Nische. Es gibt fast immer aktuell einen Trend, über den jeder spricht. Nun ist das Video hier schon ein paar Tage alt, aber letzte Woche, wahrscheinlich jetzt, wenn das Video rauskommt, vielleicht sogar letzten Monat, gab es einen Riesentrend, dieser Prozess mit Johnny Depp und Amber Heard. Und ich gebe dir jetzt mal Beispiele, wie man das für verschiedene Nischen hätte nutzen können. Ich zum Beispiel hätte sagen können, wer hat reichweitentechnisch, followertechnisch oder likestechnisch mehr von diesem Prozess profitiert? War es Johnny Depp oder Amber Heard? Also wer hat bei Instagram zum Beispiel mehr Follower gewonnen, mehr Reichweite bekommen etc.? Und daraus kann man ja auch ein bisschen schließen, für wen hat sich das karrieretechnisch besser gelohnt? Denn so ein kleines bisschen, vor allen Dingen von diesen großen Profilen, sind die Instagram-Profile ja auch so ein leichter Spiegel nach außen hin. Als Foodblogger hättest du zum Beispiel einen Kuchen machen können, wo Johnny Depp auf der linken Seite ist und Amber Heard auf der rechten und den so in der Mitte zerteilen können. Klar, ist ein bisschen aufwendiger, aber das Ding wäre viral gegangen. Als Do-It-Yourself-Blogger, der Johnny Depp Unschuldsstuhl, den hättest du bauen können. Keine Ahnung, was das jetzt genau sein soll, aber selbst im Do-It-Yourself-Bereich hätte man irgendwas bauen können, was indirekt mit diesen Leuten zu tun gehabt hätte. Keine Ahnung, Leute. Aber ich will euch damit nur zeigen, mit diesen absurden Beispielen hier, dass jeder Trend auf jede Nische jederzeit anwendbar ist. Wirklich. Es ist natürlich nur wahnsinnig aufwendig, das zu machen, reißt einen ein bisschen aus der Komfortzone, man muss relativ schnell reagieren, man muss den Content sofort machen und, und. Aber es ist immer noch eines meiner besten Videos damals, wo ich das Video zu Clubhouse gemacht habe. Das hat innerhalb von 2 Tagen 30.000 Aufrufe bekommen. Und hier diese Videos bekommen nach 2 Tagen 1.000 Aufrufe. Das war ein Trend und es hat zwar nicht zum Instagram-Kanal gepasst, aber wenn man das als Tutorial für Clubhouse darstellt oder als Instagram Schreckgespenst oder als Instagram-Gegner, dann hat es direkt wieder was mit meiner Nische zu tun. Ich weiß, dass das manchmal nicht so leicht ist, aber wenn ihr euch hinsetzt und das wirklich beobachtet, worüber spricht gerade jeder? Was kommt in den Nachrichten? Was machen andere Blogger etc.? Es gibt ja auch so Blogger, die reden nur über Trends. Beobachtet die und überlegt dann, wenn die einen Trend auffassen, könnt ihr auch was dazu sagen. Punkt Nummer 10, last but not least, ist die Zusammenarbeit mit anderen. Und früher habe ich immer gesagt, geht mal mit anderen live. Bei live ist es allerdings so, ihr bekommt tendenziell die meisten Follower, wenn ihr mit anderen Leuten live geht. Es gucken aber auch am wenigsten Leute zu. Deswegen versucht mal Cooperation Postings zu machen. Das heißt, einen Co-Autor einzuladen. Ihr postet was mit jemand anderem zusammen. Und der Post kommt auf beiden Profilen.
Das bringt in der Regel am meisten neue Follower, weil ja die Reichweite mit Abstand am größten ist. Das könnt ihr bei Beiträgen machen, bei Reels machen, bei Live könnt ihr das machen. Vielleicht geht das auch irgendwann mit Stories. Das war jetzt ein kleiner Leak, da habe ich was zu gehört, aber mehr leider noch nicht. Wenn du eine Abkürzung suchst, komm zu mir in die Instagram Masterclass, schau mal auf www.blogdichhoch.de nach und klick dich mal so durch meine einzelnen Fragen, dann weißt du auch genau, was überhaupt zu dir passen würde. Wenn nicht, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann, euer Sebi Forst. Ciao.